Erwischt. Ich wusste doch, dass es keine Gespenster gibt. Mal gucken, wer sich darunter befindet. Katja, wie konntest du das nur wagen, mich so zu erschrecken? Sorry, sie muss sich erstmal schlafen legen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der neuen, sensationellen Ausgabe von Tiny Tummy. Ja, meine lieben Freunde, heute möchte ich euch mal ein cooles Spiel vorstellen. Das Ganze nennt sich Spukschloss von Schmidt Spiele. So sieht das Ganze aus. Kostet 20 Euro. Diese Version gab es früher auch schon mal. Gab es von MB Spiele. Die haben das neu aufgelegt, würde ich mal sagen. Und kleiner Fakt dazu, es gab auch mal eine Ghostbuster Edition. Blende ich hier nochmal ein. Tja, ist eigentlich richtig gut gelungen. Also finde ich eigentlich sehr schön, dass sie es nochmal aufgelegt haben. Jetzt gerade zu Halloween wird das ja ganz gut passen. So sieht die Rückseite übrigens aus. Wir können das mit, ich glaube, mit 6 Spielern spielen. Genau, mit 6 Spielern. Und dann bin ich mal gespannt für 20 Euro, ob sich das auch lohnen würde. Achso, mit offiziellem Geist im Dunkeln leuchtet. Wenn das nicht mal crazy ist, ne? So, dann würde ich mal sagen, lasst uns dieses coole Spiel zunächst einmal aufmachen und mal gucken, was sich da alles so drin befindet. Mal gucken, ob das auch jeder Hans und Franz zusammenbauen könnte. Ja, auf zur Messerwand. Bevor wir das öffnen, muss ich erstmal kontrollieren, ob da noch ein richtiges Gespenst drin ist. Da brauchen wir das PKE-Gerät von den Ghostbusters. Zufälligerweise habe ich das hier. So, dann testen wir das mal aus. Ja, sieht ganz gut aus. Dann können wir zur Tat schreiten. Mal gucken, womit kann man das mal am besten öffnen. Ach, ich würde sagen, hiermit. So, zuerst entfernen wir die Plastikfolie. Ach, haben wir gemacht. So, du kommst dann wieder an die Seite. Und dann können wir zur Tat streiten. So, oh, vielleicht sollte ich meine Anti-Geisterjäger-Handschuhe anziehen. Das ist, glaube ich, besser. So, bestens vorbereitet. Dann kann es ja losgehen. Wie geht denn das auf? Na. Zack. Aha. Hier haben wir das Spiel bereits in voller Maße. Dieser Pappkarton ist die Grundfläche zugleich. So. Dann haben wir zunächst einmal eine Anleitung, eine Spukanleitung. Wow, oh. Ganz schön gruselig, diese Anleitung, ne? Tja, achso, die Aufbauanleitung packen wir erstmal zur Seite. Diesen Schritt werde ich euch gleich ersparen. Dann haben wir hier die einzelnen Teile gut verpackt in der Plastikfolie. Sehr schön. Das muss wohl die Treppe sein. Und die einzelnen, genau, Sachen. Hier haben wir diese Geisterkugel, die müssen wir nachher hier ranbauen. Dann haben wir noch die einzelnen Teile, diese Pappwände sozusagen. Hier ein Porträt von Graf Dracula. Und da hinten, da befinden sich die einzelnen Spielfiguren. So, mal gucken. Tja, die Tüte ist leider nicht so gut konzipiert. Also man müsste die, aber ist ja auch egal. Man kann sie ja, die Verpackung ist ja gut genug, dass ihr die wieder zurücklegen könntet. Das ist das Porträt, so sieht das aus. Richtig gut. Dann haben wir die einzelnen Helden hier. Oder die Abenteurer. Einmal, zack. Rückseite sieht identisch aus. Dann haben wir nochmal 4. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben,
welchen Charakter ihr nehmen würdet. Da haben wir hier so einen Nerd, ja, den Coolen, ne, der Coole ist hier. Ja, ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, wen ihr nehmen würdet. Ich würde, glaube ich, würde ihn nehmen, genau. Okay, so, packen wir das mal an die Seite. Was haben wir noch anzubieten? Dann haben wir noch die Wände. Die befinden sich auch nochmal extra verpackt in der Verpackung. Ja. Auf jeden Fall sehr gut gemacht, würde ich mal sagen. Dann schlage ich vor, ich baue das mal zusammen und dann sehen wir uns gleich, wenn das Spiel aufgebaut ist, in der Perspektive des Spieles. Freunde, so sieht es nämlich dann aus, wenn ihr anfängt zu spielen, bevor wir gleich zum Fazit kommen. Wir sind hier oben, drei Spieler haben wir jetzt hier. Wenn ihr zu zweit spielt, müsst ihr zwei Abenteurer nehmen, aber ich finde, eigentlich reicht es auch mit einem aus. Und dann müsst ihr versuchen, hier zu entkommen. Anfangen müssen wir zunächst einmal würfeln, der Jüngste fängt an. Hier sind dann die ganzen normalen Zahlen aufgezeichnet. Wenn ihr den Geist würfelt, müsst ihr hier oben drauf drücken, quasi. Und die Kugel kommt dann quasi hier durch vier Kanäle durchgefahren. So, zack, 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 zack. Runter, runter, runter. Dann müsstet ihr auch wieder von vorne anfangen. Hier entlang laufen. Wartet mal, ich komme mal mit. So, zack, zack, zack. Wie gesagt, grün ist sicher. Dann könnt ihr durch diese Tür gehen. Dann haben wir hier die Bibliothek. Hier könnt ihr dann langlaufen. Wenn ihr auf Rot seid, seid ihr natürlich nicht sicher, wenn die Kugel dann hier runterfällt. Wenn ihr diesen Raum trotzdem geschafft haben solltet, werdet ihr im nächsten Raum erwartet von dieser gruseligen Falltür. Rot heißt nichts Gutes sozusagen. Wenn ihr dann hier drauf seid und die Kugel kommt hier dann runter, dann habt ihr nämlich auch ein Problem. So, nachdem ihr den Raum dann hier auch geschafft haben solltet, ist jetzt noch dieser Raum zur Verfügung mit dieser tödlichen Axt. Weil wenn die Kugel dann hier rauskommt, zack, geht die Axt runter und ihr müsst wieder von vorne anfangen. Wenn ihr alles geschafft haben solltet, ist hier der Ausgang vom Spukhaus. Also richtig cool auf jeden Fall. Also von der Aufmachung her gefällt mir das ganz gut. Die Pappe ist ein bisschen, man hätte das ja auch ein bisschen mehr aus Plastik machen können, aber ich glaube, Pappe ist günstiger als Plastik. Darum war es auch einigermaßen günstig. Das Coole an der ganzen Sache ist, der Geist leuchtet auch im Dunkeln. Mal gucken, ob das funktioniert. Mein kleines Fazit zum Spukschloss ist durchaus positiv. Ich habe 22 Euro schieß mich tot bezahlt. Link ist natürlich wieder unten in der Beschreibung und ich finde das ganz abwechslungsreich. Also Ghostbuster war noch ein bisschen, da hattet ihr noch ein paar Karten, also war ein bisschen aufwendiger und das ist die leichte Version sozusagen, die abgespeckte. Aber verarbeitungstechnisch muss ich sagen, finde ich das gar nicht mal so schlecht. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr auch die alte Version hattet oder ob ihr jetzt die neuere schon habt oder ob ihr die Ghostbuster-Variante gut findet, würde mich ja auf jeden Fall interessieren. Das war's von meiner Seite. Auf jeden Fall erstmal ciao. Oh, endlich in den wohlverdienten Feierabend. Was ist das?